Schnell, mein Schiff, mein Schiff! Jetzt lassen wir sie hier mal ein bisschen sitzen. Doch. Oh, die haben ja wirklich eine große Fahrt noch vor sich, gell? Das letzte Mal, als ihr rübergefahren seid nach Amerika. Von München bis New York 42 Tage haben wir. Oh ja. Und wann seid ihr angekommen? Ja, 1847 sind wir in New York angekommen. Am 30. Juli. Am 30. Juli. Ha, das ist mein Geburtstag. Ach, jetzt, kann ich mir das, jetzt kann ich mir das merken. Aber ihr verstattet. Nee, nee, das ist mitten in der Pampa. Und stellt euch vor, da war nichts vorbereitet. Also, ja, die haben doch gewusst, dass wir kommen. Ja, die haben uns hier eingeladen, haben uns die. Und dann kommen wir an und keiner wollte uns mehr haben. Ja, sowas. Und der Bischof hat uns verboten, unser Mutterhaus dort zu gründen. Also mir war zum Heulen, ich erzähl's euch. Am liebsten wäre ich schnurgerade wieder zurück nach Deutschland gegangen. Ja. Aber unsere Mutter Theresia, das ist eine echt zähe Kämpfernatur. Die hat ihren Traum gehabt und ihre Vision und die hat alles dran gesetzt, damit es Wirklichkeit wird. Die hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Also manchmal bewundere ich ja unsere Mutter Theresia wirklich. Schwester Carolina, ja. Sie kommen jetzt ins Schwärmen. Ja. Jetzt ist höchste Zeit. Ach, mein Schiff! Wir müssen eigentlich ja. zu dem Schiff. Ja. Oh. Auch schnell, mein Schiff! Das ist ja hektisch hier. Ich glaube, wir müssen uns jetzt dann langsam verabschieden. Ja, da ist mein Schiff schon. Und eigentlich muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja trotzdem ein bisschen überrascht. Ich hätte zwar gerne mehr von Amerika gehört, aber wir haben damals groß verabschiedet. Ja, und ja. Ich bin überrascht eigentlich, wenn ich nachdenke, dass sie überhaupt wieder zurückkommen sind. Wie ist denn das eigentlich gegangen? Ja, das Abschied für immer und dann zurückkommen? Da haben Sie recht, Fräulein Resi. Und das hat unsere Mutter Theresia auch ein bisschen gewundert. Aber wisst ihr, Amerika ist nicht Deutschland. Und da müssen einfach Dinge auch anders gemacht werden. Ich musste das unbedingt mit Mutter Theresia besprechen. Und die Post, die braucht so lange Wochen von Amerika nach Deutschland. Ja. Und von Deutschland wieder zurück nach Amerika. So lange konnte ich nicht warten. Ich habe mich einfach ins nächste Schiff gesetzt und bin hierher gefahren. Ja, um Gott. Ohne Erlaubnis. Einfach so. Ja, ich weiß. Ja, was hat denn die Mutter Theresia dann gesagt? Ja, die hat mich dann erstmal 2 Monate hier sitzen lassen und hat mich nicht zu sich gelassen und hat mich gehörig warten lassen. Aber dann hatten wir jetzt am Ende doch noch ein ganz gutes und wohltuendes Gespräch und sie hat mir einen Brief mitgegeben. Moment, den habe ich da verstaut. Hier, ein Brief nach Amerika für meine Oberin dort und hier, mit Siegel. Oh, wow. Ja, und Sie wissen überhaupt nicht, was da drin steht? Nee, da hat doch Siegel. Ja, aber trotzdem. Und Sie machen den auch nicht auf? Ja. Und lesen den auch nicht? Ich würde ja schon gern, gell? Ich würde schon gern wissen, was da drin steht. Aber so neugierig wie Sie sind, da hätte ich also schon echte Sorge, dass das. Aber ich glaube, Gehorsam wäre schon noch. Ist jetzt gut zu üben am Schiff, gell? Ja, und Mutter Theresia hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich die Siegel nicht aufbreche. Und dieses eine Mal will ich ihr wirklich gehorchen. Ja, ja, da wünsche ich Ihnen alles Gute. Also neugierig wäre ich jetzt noch schon. Das muss ich. Ah, ich bin auch neugierig. Schwester, aber jetzt ist Zeit. Dann ist das Schiff, Schiff, gell? Sie müssen sich ja auch noch umziehen, weil so können Sie nicht auf das Schiff. Das geht nicht. Wieso? Nein, also die haben kein Bügeleisen mit dem ganzen schwarzen Zeug da. Und stellen Sie sich vor, das geht unter mit dem ganzen Krams. Da gehen ja Sie ja als Erste unter. Ja. Nein, das geht nicht. Also, ich verabschiede mich jetzt auf immer und ewig. Wir sehen uns nie wieder. Wenn Gott will, sehen wir uns wieder, Fräulein Resi. Behüt Sie Gott, Fräulein Resi. Es war mir ein inneres Vergnügen, mit Ihnen jetzt wieder zu sein. Das Schiff. Mein Schiff, mein Schiff. Schiff. Also wir lassen, geht jetzt schon, wir lassen die jetzt laufen. Auf Wiedersehen! Vielleicht wäre mal noch da, weil wir haben. Ich hätte nur ein kleines Geheimnis für euch. Wisst ihr das? Ich bin ja Pfarrhaushälterin. Und als Pfarrhaushälterin, da hört man allerhand. Wir lauschen nicht, aber wir hören halt so viel. Und jetzt weiß ich auch, die Mutter Theresia war beim Vater Sieger zum Kaffee. Und da hat sie gesagt, sie schickt diese Junge da nach Amerika zurück mit einem Brief. Und da steht drin, sie wird Generalvikar.